meiner Heimatstadt gibt es Pfinziwatz, original, heißt dort Ratzgewatz, 550 Kinder. Und die Idee fanden wir so klasse, dass wir irgendwann gesagt haben, Mensch, sowas braucht Pfinztal auch. Schaut es euch doch mal an. Was gibt es an Pfingsten? Und was gibt es in den Sommerferien? Und Sommerferien ist immer nur mal da ein halber Tag und da mal ein halber Tag. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen eine richtig geile Ferienfreizeit. Als unsere Kinder so in dem typischen Pfinziwatz-Alter waren, habe ich zwar schon viel von Ferienstätten gehört, aber hier gab es nichts. Und irgendwie, ich fand das so schade. Ich fand die Idee toll, dass Kinder Geld verdienen könnten, so ihr eigenes Spielgeld und damit wirtschaften können. Und hier gab es sowas nicht. Also blieb uns nur eine Sache übrig, es selber zu probieren. Mich begeistert am Pfinziwatz vor allem das Kinderlächeln. Das ist ganz klar, das ist total super. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mit der Gitarre lange Jahre auf der Bühne stand. Und wenn ich den Balu spiele, dann ist natürlich sowieso eine ganz andere Atmosphäre, ist ja auch klar. Ja? Aber wenn du dann die Kinder siehst, wie sie sich kaputt lachen und Spaß haben, das ist so geil, das kann dir kein Chef mit Geld bezahlen, keiner. Einerseits für die Kinder eine ganz, ganz tolle Ferienbetreuung, das ist nicht heiß muss sowas bei unseren Kindern noch. Müssen wir in Hort mal in Ferienbetreuung sein, sondern sie sollten sagen, ich will dahin. Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Weil ich war mir sicher, dass diese Geschichte funktioniert. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, ich bin nicht so visionär, dass ich sagen kann, dass ich das damals schon geahnt hätte. Wir haben es gehofft und haben gedacht, vielleicht kann man auch mehr Kinder, also erstmal waren wir mit 60 Kindern. Das schaffen wir schon noch mehr, aber dass wir tatsächlich mal bei über 200 Kindern landen würden, das habe ich damals nicht vorausgesehen. Pfinziwatz bedeutet für mich eine Woche lang richtig Arbeit. Nichts anderes. Pfinziwatz bedeutet mir sehr viel, weil ich super toll sehe, wie die Teamer Spaß an ihrer Arbeit haben und wie im Endeffekt die Teamer immer mehr selber Pfinziwatz übernehmen. Und genau das ist es, was ich möchte. Pfinziwatz, was mir das bedeutet, also es ist ja so das eigene Projekt, was man selber so aus dem Boden gestampft hat, so ein bisschen so das eigene Baby, ein eigenes Kind. Und ja, dieser Erfolg, die vor allen Dingen daran ausmacht, wie viele Leute immer wieder dazukommen und mitarbeiten wollen, die begeistert sind von der Idee, ähnlich begeistert wie ich, die mitziehen können. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und das ist, für mich bedeutet. Wenn ein Teamer sagt, ich finde es richtig toll und ich habe neue Freunde bekommen, dann kriege ich, sieht man hier, Gänsehaut. Das ist einfach nur geil. Das ist das, was mich richtig glücklich macht. Ja? Dann habe ich richtig was bei Pfinziwatz gekonnt. Ihr sollt euren Spaß haben und ich bin einfach nur da und okay, manchmal ein bisschen Antreiber, das versteht ihr vielleicht auch, aber das ist das, was einfach Spaß macht, wenn ihr sagt, es ist so geil und wenn du noch ein oder zwei Leute nächstes Jahr mitbringst, dann haben wir richtig gewonnen. Das ist Pfinziwatz. Sind wir so ein tolles Team, die das eben einfach weitertreiben wollen und dass ihr auch sagt, nee, das passt schon, das ist gut so. Und auch das, vielleicht ist das auch ein großer Moment zu sehen. Viele Leute sind von dieser Idee so begeistert, dass die Bock haben mitzumachen. Und die meisten, die einmal dabei waren, bleiben dabei. Manchmal passt es nicht. Schulisch, sonst irgendwas oder der Spirit springt nicht über. Aber bei den allermeisten ist es so, die wollen wiederkommen und wollen dabei bleiben. Wie viel Zeit habe ich in Pfinziwatz investiert? Das ist eine gute Frage. Das, glaube ich, kann man nicht so genau in Stunden rechnen. Keine Ahnung. Ich will es aber auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Also bei einem normalen Pfinziwatz ist die Zeit normalerweise von morgens 6.30 Uhr bis abends 22 Uhr. Und das halt 7 Tage und nicht nur die 5 Tage, wo es Pfinziwatz gibt. Und davor unzählige Besuche bei irgendwelchen Sponsoren. Ich weiß nicht, wie oft ich zur Gemeinde gehe und bei denen Geld eintreibe und Werbung mache
und dann die vielen, vielen Gespräche mit unserem Grafiker, der mittlerweile in Neuseeland ist. Also ich glaube, pro Finziwatz bin ich locker insgesamt 6 Wochen unterwegs, mindestens. Weil es natürlich diese Stunden, man kann die Stunden, die wir hier vor Ort sind, rechnen. Morgens fangen wir um 7 an in einer normalen Finziwatz-Woche und abends hören wir um 5 auch mit den Kindern, vielleicht um 7 mit dem letzten Aufräumen und so weiter. Da könnte man vielleicht eine Zeitrechnung zählen. Aber alles, was das Jahr überläuft, Vorbereitung, Ideen, Treffen zum Teil ja dann wieder fixiert. Das sind ein paar Stunden mit mehreren Leuten. Aber ansonsten ist ganz viel Gespräch und Gedanken entwickeln, was parallel ständig läuft zu Hause. Saugeil. Schwierig. Ist einfach eine geile Zeit. Was lachst du? Saugeil ist zusammen. Alter, absolut. Saugeil, das ist ein Wort. Die Zukunft beginnt für mich 2023. 2023 wird das 11. Jahr Finziwatz sein und das erste Jahr, wo ich nicht mit dabei bin. Zumindest nicht als Hauptverantwortlicher. Ich habe mir gesagt, Finziwatz mache ich federführend 10 Jahre lang und danach bin ich ein bisschen zu alt. Und wenn ich zu alt bin, dann sind die Kinder zu jung und dann habe ich nicht mehr genügend so viele Ideen, wie es meine Teamer haben. Die Teamer, die haben so viele geile Ideen und die Kinder haben so viele geile Ideen, da braucht es keinen so einen alten Knochen wie mich. Deswegen, ganz klar, 2023 brauche ich unbedingt jemanden, der meinen Job macht. Und ich ziehe mich aufs Alpental, gründe den Finziwatz-Verein und sorge fürs Material. Und fahren. Ich hoffe, dass Finziwatz eine ganz, ganz lange Zukunft hat, die auch vielleicht über meine eigene Zukunft hinausgeht, dass wir hier was installiert haben, was sich nachher selber trägt, was einfach ein Selbstläufer ist, dass es einfach so weitergeht, wie wir jetzt Teamer entwickeln aus eigenen Kindern, die mitmachen, dass die weitermachen und dass die irgendwann auch sämtliche Verantwortung übernehmen können, sodass die ursprünglichen Macher sich auch zurückziehen können und nur noch vielleicht irgendwann mal als Besucher da sein können. Ich bin sehr gespannt, wie im Jubiläumsjahr 2022 wir es vielleicht hinkriegen, die ganzen Teamer der letzten 10 Jahre mal zusammenzukriegen. Das würde ich wahnsinnig gerne machen. Finziwatz ist für mich in der Tat was, wo wir auch zusammenkommen wollen. Deswegen wollen wir nicht nur diese einzelnen Berufe und das gemeinsame Singen, sondern wir wollen auch dieses Gemeinschaftsprojekt. Was mir besonders daran gefällt, ist tatsächlich alt und jung, Verein A, B, C, dass wir alle zusammenarbeiten, alle miteinander sind und da noch was Großes auf die Beine stellen können. Denn wir hier vom TSV Berghausen können Sport, aber eigentlich ja nicht viel was anderes. Aber Sport erreichen wir auch nur die Kinder, die Lust haben auf Sport. Wir haben hier aber auch viele Kinder dabei, die wollen gar keinen Sport machen, aber sind bei Finziwatz dabei, weil sie vielleicht basteln mögen oder irgendwas anderes machen wollen. Das ist für mich das Großartigste, dass man hier eben alle Interessen unter einen Hut bringen kann. Und vielleicht den einen oder anderen dann doch zum Sport oder zur Musik oder zum Kreativen bringen kann. Oder zur Feuerwehr oder was wir auch da dabei haben. Wir haben bei Finziwatz ein paar Dinge, die Finziwatz echt auszeichnen. Das ist zum einen die Berufe. Jeden Morgen der gleiche Beruf. Zweitens, wir kochen selbst für uns. Also das Kochteam kocht für uns. Und drittens, wir haben hier einen überschaubaren Bereich. Also es gibt wahrscheinlich jedes Jahr irgendwas anderes, was irgendwie besonders war. Eine Sache, die mir ganz wichtig war beim ersten Finziwatz, als wir am Ende auf der Bühne standen und die Kinder verabschiedet haben, dann haben sich die Eltern gefreut, wir haben Blümchen gekriegt und so weiter. Und ich habe nur gedacht, aber diese paar Kinder hier, die Halle ist ja gar nicht voll, da geht mehr. Das war so dieser Moment, okay, nächstes Jahr probieren wir das mit ein paar mehr Kindern. Ein super geiles Projekt, das würde ich so gerne mal wieder machen, das war das Deckelprojekt. Kennt ihr das Deckelprojekt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel 40.000 Deckel sind. Das waren Säcke, so eine Dinger. Da unten in der Halle, überall Deckel. In meinem Auto, 2 Jahre danach, habe ich noch Deckel aus dem Auto rausgeholt, weil sie irgendwo unter den Sitz gegangen sind. Aber die Kinder haben echt sowas von Spaß gehabt, dieses Ding da zu machen. Und dann war ein besonderer Moment auch dieses Deckelprojekt, wo da einfach, grinste, hat Bernhard auch so, das war
aber das war schon ein geiles Projekt. Ja, einfach weil sowas Großes, Gemeinschaftliches da entstanden ist. Das schrägste Projekt, was wir hatten, das war Finzibats schlägt Wellen. Großprojekt eigentlich. Ich weiß nicht mal, wer die Idee hatte. Lass uns doch ein großes Boot nehmen und das anmalen. Ja, wo kriegst du denn hier ein Boot her? Vor allem ein großes Boot, also nicht nur so eine kleine Jolle, sondern nur Schale. So, dann bin ich losgezogen und habe überlegt, wo kriege ich Boote her? Definitiv. Ja, definitiv. Das letzte Finzibats-Lied, das letzte Mal gemeinsam singen und dann sagen Tschüss und die Kinder rauschen dann von dann. Das ist schon ein ziemlich, ja, da könnte ich manchmal echt heulen. So, jetzt ist Finzibats vorbei und echt so schade eigentlich. Und wenn dann alles aufgeräumt ist und ich ein kühles Bier am Samstagabend vor mir stehen habe, dann sage ich, boah, jetzt bin ich aber froh. Dass alles gut gegangen ist und dass alles wieder gut war. Genau. Thank you.
Schmeckt's euch? Ja. So muss das. Dürfte niemand weiter rausschneiden. Ja? Susanne? Ich kann es einfach hochbekommen. Ich bin hier im Interviewraum und bequatsche die Leute, denn ist es sonst so langweilig. Die warten auf dich. Ja, genau. Dann einfach weiterlaufen lassen. Ja. Manchmal auch schon diese Rückmeldung, können wir mal über was anderes reden, außer finden Sie was. Der ideale Teamer. Stellst du mir eigentlich gerade die Fragen, die vorher dir gestellt wurden? Nee, die ich immer gerne mal selber beantworten würde. Ach so.